Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den American Truck Simulator. Ja, lange nichts mehr gesehen und ja, ihr seht schon, da seht ihr ja was vom Euro Truck Simulator. Ja, wir haben hier auf jeden Fall den Kenworth T660 mit inbegriffen. In diesen Mod gibt es den sogenannten Heavy Cargo DLC vom ETS 2. Genau. Aber ihr werdet es gleich sehen. Das ist nicht so wie beim Euro Truck Simulator. Wir haben natürlich die Frachten wie aus dem sogenannten Euro Truck Simulator Heavy Cargo Pack. Aber es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich zeige es euch einfach mal. Die mitlenkenden Achsen, die gibt es leider nicht. Ihr seht, er schiebt das einfach so ein bisschen rüber. Es ist quasi noch nicht implementiert, die mitlenkenden Achsen, in der Version 1.6. Und da merkt ihr schon, dass der LKW doch sehr, sehr über die Vorderachse schiebt. Und das nicht ganz so toll ist. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal den Kenworth T660 an. Und da ist er. So ist er in der ganz niedlichen kleinen Version. Gefällt mir eigentlich ganz gut für den Nahverkehr. Aber in Amerika Nahverkehr, okay. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ja, eine größere Kabine. Dann noch auf jeden Fall noch eine zusätzliche Achse. Ja. Und ja, machen wir es einfach mal so als Schwerlast-LKW. Hier habt ihr auch nochmal eine Windhutze hier oben drauf. Ihr könnt natürlich auch eine kleinere Kabine machen oder gar keine Windhutze und. Also da bleibt euch auf jeden Fall einiges, was ihr machen könnt. Aber so finde ich es ganz okay. Ich denke mal, da ist auch genug Platz, um mehrere Tage unterwegs zu sein. So, wir haben die Möglichkeit von 360 bis auf, ja, 625 PS zu gehen. Bauen wir das einfach mal ein. Man sieht auch hier, dass es noch nicht implementiert ist mit den Schwerlasten hier, sonst würde da was stehen, ob der LKW geeignet ist für schwere Frachten und. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Wann, kann ich leider noch nicht sagen. Vielleicht kriege ich ja im Vorfeld da wieder eine Info, dann gibt es natürlich wieder ein Video. So, dann hier ganz einfach, ja, zwei Versionen. Dann gibt es natürlich auch ein paar Lackierungen für den LKW. Wir gehen mal weiter runter. Ja, ist jetzt nicht so dramatisch. Wir gehen weiter. Das haben wir. Und hier noch ein bisschen Wildwest-Feeling, ne? So, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal eine schlichte Lackierung. Hier oben irgendeine. Die hier. Und schauen uns mal an, was wir hier alles ranmachen können. Nehmen wir doch einfach mal diesen Punkt. Ja, das kann ja nur hier hinten sein, ne? Boah, ich finde das hier vorne gar nicht mal so schlecht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier oben könnten wir das machen. Das mag ich aber überhaupt nicht. Aber das kann jeder für sich auswählen. Lieber mal ein bisschen weniger. Ihr seht schon, hier ist schon ein bisschen was dran. Na, dann sieht das auf jeden Fall richtig genial aus, ne? Muss ich ehrlich sagen. So, dann gibt es noch die obligatorischen Rundumleuchten. Ja, ich denke mal, das passt dann noch viel, viel besser. Gehen wir mal auf diesen Punkt, wenn wir Schwerlasten fahren. Dann müssen wir aber ganz schnell nochmal nach hinten gehen. Zack. Und dann gibt es einmal die Version. Aber weil wir schwere Frachten machen, nehmen wir die. Das hier unten werde ich euch gleich nochmal zeigen. Das finde ich für mich am hübschesten. Die Version, die erste. Ja, hier noch mit lackiert, aber ein bisschen Chrom kann sein. Ne? Ist ein amerikanischer LKW, kann man noch ein bisschen Chrom ranmachen. Selbst sowas hier, guckt euch mal an, die Antennen, denn hier dieses Kabel, was da noch lang geht. Herrlich, gefällt mir. Hier noch so ein bisschen ältere Spiegel. Hier vorne, wenn ich schwere Frachten mache, kann ich natürlich diesen Spiegel mit dran machen. Der wirkt irgendwie ein bisschen komisch, fehlplatziert. Sieht irgendwie, als wenn ja seitenverkehrt irgendwie rangemacht wurde. Deswegen nehmen wir den hier, den da oben. No, no, no. Ne? Das sieht nicht gut aus.
So, hier können wir noch ein bisschen Licht ans Fahrzeug bringen. Dann bei den Reifen gibt es die Standardreifen. Aber ich habe da noch einen anderen Mod. Ihr seht es hier unten. Müsst ihr einfach mal bei Google eingeben. So, so hier. Und dann haben wir hier Michelin-Reifen oder müsst ihr einfach mal schauen. Es gibt nicht so viele Reifenmods hier beim ATS. Guckt euch an. Da macht er gleich ein anderes Profil drauf. Hier, zack. Hier oben sind wahrscheinlich Michelin-Reifen. Genau wie hier. Könnt ihr einfach ganz schnell bei den Felgen gehen und dann ändert er das. Aber ich ist ein Mod auf jeden Fall aus dem Steam Workshop. So, haben wir das erstmal erledigt. Wir gehen mal weiter nach vorne. Wir haben natürlich hier auch noch die Möglichkeit, solche Blenden reinzumachen. Ein bisschen verchromt. Ne? Machen wir mal so. Hier oben gibt es auch noch meine Figur. Hier noch so ein Blech. Das kann ich auch noch ein bisschen ändern. Hier, dass jeder weiß, dass wir eine Schwerlasttransporttour machen. Ne? So, hier ran. Und dann hätten wir eigentlich im Großen und Ganzen schon fast alles erledigt. Hier hinten scheint so, als würde es nicht noch irgendwie eine Möglichkeit geben. Keine Bleche. Nee, ist eigentlich nicht vorhanden. Hier oben, das haben wir auch alles. Dann gehen wir mal rein. Wie gewohnt kann man wieder an den Lenkrädern was ändern. Ne? Ist auch wieder ein Mod. Ja, sieht doch ganz fein aus. Na, ein bisschen immer aufpassen, nicht, dass denn hier irgendwie was abstürzt. Ne? So, das sind die Griffe. Hier oben, guckt euch an, habt da eine schöne Uhr. Ihr könnt aber auch eine DVD reinlegen. Also sind eigentlich alles DVDs. American Truck Simulator, dann kommt so ein kleines Video. Bei den nächsten ist auch, da geht es um den LKW. Und das, das weiß ich auch nicht. Da haben wir einen alten Hollywood-Film wahrscheinlich, so wie das aussieht, ne? Marvel-Film. Naja, wird alles klar. Lassen wir es einfach mal. So, keine Ahnung, welcher Marvel-Film das ist. Ihr wisst wahrscheinlich. Und hier ist der LKW. Eigentlich ein ganz schönes Prachtstück, ne? Sieht schon nicht schlecht aus. So. Kostet 200.000 und jetzt werden wir mal eine kleine Runde hier um den Hof, um den Platz hier fahren. So, meiner sieht so aus. Eigentlich ganz angenehm. Die Reifen finde ich auf jeden Fall sehr angenehm hier. Und ihr seht schon, wie er mit der Vorderachse da lang zieht oder schiebt. So. Also wie gesagt, nicht richtig passend, funktioniert nicht so. Die Rundumleuchte geht hier hinten auch, die würde sogar hinten gehen. Achtung, Fahrzeug schwenkt aus. Okay, das ist auf jeden Fall richtig. Also gerade so eine engen Bereiche, die mag er nicht. Aber ich sage mal ganz ehrlich, in Amerika, wenn wir das denn irgendwann mal sehen, sieht es ein bisschen anders aus. Machen wir mal was ganz anderes. Wir fliegen jetzt einfach mal hier so lang, setzen den LKW hier hin, weil nicht, dass ihr denkt, das klappt überhaupt nicht. Ich habe das mal mit dem anderen Anhänger probiert, der vorne noch eine Drehachse hat. Da konnte ich gar nicht einlenken. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht wird es da irgendwann eine Änderung geben. Wir fahren jetzt einfach mal in diese Richtung, nach rechts ab. Also solche Kurven funktionieren auf jeden Fall. Naja, wenn der Maximus funktionieren würde, ne, ist der in die falsche Richtung abgebogen. Aber ihr könnt gerne mal reinschreiben. Ihr könnt ja, das sind zwei Dateien, ja. Ihr könnt einmal den LKW nehmen und dann noch eine SCS-Datei mit den Heavy Cargo Pack für den ATS in der Version 1.6. Vielleicht wird da noch ein bisschen was geändert. Wir gucken mal in den LKW noch rein. Kennen wir natürlich, ne? Der Kennwort haben wir schon mal gesehen.
Aber gefällt mir gut, der Truck. Und da werden wir, wie gesagt, auch bald Schwerlasten fahren können, die wesentlich länger sind als die hier bekannten aus Europa. Und ich würde sagen, ich mache hier an dieser Stelle... Wow, das ist für mich meine Hupe. Standardhupe. Das fette Horn. Yes. Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben. Wie gesagt, zwei Mods sind hier heute vorgestellt. Ne? Einmal der LKW, ne? Und dann dieses Paket hier. Dieser Heavy Cargo Pack aus dem ETS 2. Ich mache an dieser Stelle einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Nee, nee. Ja.